So, meine lieben Freunde, bevor der ganze Spaß zu Ende ist, habe ich mir nochmal 25 Kisten gegönnt und wir schauen mal, was da drin ist und ich schreibe auf, was wir so zusammen bekommen für das Geld und dann rechne ich zusammen und dann gibt es Zusammenhang. So, wir fangen mal an. $250 und ein paar Premium. Selbe. $100.000 Credits und $200. $150 und 500.000. $100.000 und 200. Premium und 250. Tage Premium und 250 Gold. Drei Tage Premium Gold. Na, 1000. 50 Gold. 1.000. 3 Tage Premium. 150 Gold. 50. Ja, das sieht aus wie das Skin für die Badget. Skin. Ach nee, für AMX 13. Für den 10er. Den 1305. Den ich nie spielen werde. Und 250 Gold und 50 Gold. So, das sind 250 Gold plus 2200, weil ich den schon habe, und eine Garage auch 300 Gold. Oh, 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 nicht schlecht. Was kommt da jetzt? Ja, geil! Na, da freue ich mich aber. Objekt dazu bekommen. Ja. So, 250 Gold. Garage.
und der Panzer. Super. $500. Drei Tage Premium und Gold. 1250 Gold. 5 Mal. Also 5 mal 250, ne? So, den habe ich auch schon. Das sind nochmal einmal und nochmal zweimal. Also 750 Gold und die Garage nochmal. Ich rechne gerne was aus, wie viel wert das ist. Ja. Für 40 Euro. 250. Jo. Nächste. 100.000 Credits. Und 50 Gold. $150 ein Tab. Jo. Und 750 Gold. Das sind dreimal. Zwei. Drei. So. Vier. So. Wir sehen uns dann in der Zusammenfassung. So, meine lieben Freunde. Ich habe ja mal die Mädels angemacht. Und jetzt bin ich zu dem Schnitt gekommen. Also aus dem Ganzen gab es mit diesem Panzer, die ich schon habe, 10.950 Gold. Plus die 900, die durch die Garage, weil die Garage 300 Euro, drei Stück, haben wir 11.850 Gold. Dann haben wir den Panzer bekommen. 27 Tage Premium, ein Skin und 1,1 Millionen Credits. Das habe ich mal zusammengerechnet, so circa. Der Skin kostet so um die 10 Euro. Der Panzer habe ich mit 40 Euro gerechnet. Die Tage, die 27 Tage mit 8 Euro, weil für 10 Euro gibt es 30 Tage, abzüglich so unroundabout, ne? Credits 1,1 Millionen, habe ich 10 Euro gerechnet, so grob, ne? Und dann nochmal 41,70 Euro das gesamte Gold, ne? Also 11.850 Gold, wenn man das holen möchte. Also das 41,70 macht eine Summe von 109,70 Euro. Lass es 100 Euro sein, lass es 105 Euro sein. Das hat sich richtig gelohnt. Mit dem Objekt sowieso. So, das war's von mir. Und ich schau mal, was jetzt so am nächsten Replay ankommt. Bis dann, ciao.